Hallo Sadhguru. Heute arbeiten wir alle hart, um Geld zu verdienen und denken, dass Geld uns glücklich macht. Glück ist die meistvermarktete Sache. Wir trinken Alkohol, weil wir glauben, dass uns das glücklich machen wird. Wir wollen mit einer Frau zusammen sein, weil wir glauben, dass sie uns glücklich machen wird. Aber was ist es, das uns glücklich machen wird? Was ist es, das uns glücklich bleiben lässt? Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir nicht einmal wissen, wo wir Glück finden werden. Also, was ist Glück? Wie sieht ein glücklicher Mensch aus? Was macht ein glücklicher Mensch? Sag mir nicht, nach Glück im Inneren zu suchen, das nehme ich dir nicht ab. Sag mir die Wahrheit. Namaskaram Vijay. Und du bist ein Hügel. Wie macht man einen Hügel glücklich? Nun, wie sieht ein glücklicher Mensch aus? Wie sehe ich aus für dich? Nun, für uns ist Glück so etwas wie ein Gebrauchsgegenstand oder eine Art Errungenschaft. Nein, wenn dein Leben an Leichtigkeit gewinnt, wenn du an Leichtigkeit gewinnst, ist das Glück eine natürliche Folge. An Leichtigkeit gewinnen, was bedeutet das? Das kann man auf viele verschiedene Arten betrachten. Naja, weil ich ja nicht sagen sollte, im Inneren zu suchen, hast du mich schon eingeschränkt. Also, ist es wahr, dass heute, wir wissen sogar medizinisch, dass jede menschliche Erfahrung eine chemische Grundlage hat? Daher hat das, was du Frieden nennst, eine chemische Zusammensetzung, Glück eine andere chemische Zusammensetzung, Freude ist eine andere Art von Chemie, Leid eine andere Art von Chemie, Qual ist eine Art von Chemie, Ekstase ist eine andere Art von Chemie. Jede menschliche Erfahrung hat eine chemische Grundlage. Mit anderen Worten, du bist eine sehr komplexe chemische Suppe. Die Frage ist nur, bist du eine großartige Suppe oder eine miese Suppe? Wenn du eine großartige Suppe bist, schmeckst du gut. Nicht für jemand anderen, sondern für dich selbst. Wenn du für dich selbst sehr gut schmeckst, wenn du hier sitzt. If you feel extremely pleasant within yourself because the soup is great, then people say you are happy. Wenn du dich in dir selbst sehr wohl fühlst, weil die Suppe großartig ist, dann sagen die Leute, du bist glücklich. Wenn du dich sehr, sehr gut fühlst, werden die Leute sagen, du seist fröhlich. Wenn du dich super wohl fühlst, sagen die Leute, du seist ekstatisch. Also, um es sehr einfach und für die meisten Menschen verständlich auszudrücken, deine Chemie muss verändert werden. Es gibt eine komplette Technologie, mit der wir die Chemie so ändern können, wie du es möchtest. Wenn ich dir beibringe, wie du eine glückselige Chemie in dir erzeugst, wird deine ureigenste Chemie glückselig und du selbst wirst glückselig sein. Wenn du glückselig bist, wirst du nicht mehr nach Glück streben. Das ist der größte Fehler, dass wir nach Glück streben. Dein Leben muss ein Ausdruck der Freude werden. Wenn dein Leben ein Ausdruck deiner Erfahrung ist, dann wird das, was du tust oder nicht tust, nicht deine Lebensqualität bestimmen. Wie du in deinem Innern bist, wird deine Lebensqualität bestimmen. Es tut mir leid, ich habe schon wieder von innen gesprochen, aber die Chemie ist nicht in dir, sie ist immer noch außerhalb von dir. Doch wenn du weißt, wie du die Suppe richtig zubereitest, dann ist froh zu sein kein Thema mehr, sondern eine natürliche Konsequenz daraus. Also, wir können dir eine Technik beibringen, wir können dir eine Methodik beibringen, mit Hilfe derer du lernen wirst, wie du die richtige Suppe in dir zusammenrührst. Das ist es, was ich Inner Engineering nenne, dass du deine Chemie so arrangierst, dass sie von ihrem eigenen Wesen her glückselig ist. Nicht wegen diesem oder jenem. Wenn du denkst, du würdest jemals Glück aus etwas oder jemanden herausquetschen, wirst du enttäuscht werden, weil das zu nichts führen wird. Solange du nicht eine Chemie der Glückseligkeit in dir hast.